Okay, Leute, da wären wir wieder zu einer neuen Folge der Minecraft-Rätsel. Und ja, beim letzten Mal hatte ich ja gefragt, wie es überhaupt ist, wenn wir den Grafikmodus von schön auf schnell stellen. Und das können wir uns jetzt ja gleich mal angucken. Ich wollte aber auch, by the way, nochmal gucken. Ah ja, Musik ist aus, okay. Was verändert sich überhaupt alles, wenn wir das umstellen? Einmal natürlich die Laub-Sache hier, ne, dass die einfach diese undurchsichtige Textur bekommen. Und sonst eigentlich gar nicht mehr viel, muss ich sagen, denn die haben mittlerweile alles so angepasst, dass Minecraft einfach ganz normal aussieht. Also wie wenn du Fancy einstellst, ne? Früher gab es da ja übelst viele Unterschiede. Zum Beispiel die Wolken waren nicht 3D, die kann ich ja gerade auch nochmal anmachen. Hier müssen wir sie anmachen. Ah ja, stimmt, die sind immer noch nicht 3D, okay. Die sind noch 2D, wie wir hier sehen. Aber ja, ihr seht das ganze Zeug, oder nee, das habt ihr noch nicht gesehen. Was ich noch meine, ist zum Beispiel, wenn man Items droppt, ich weiß gar nicht, habe ich den Command-Block eigentlich noch aktiviert, dass das nicht geht. Muss ich gleich mal gucken. Früher war es da ja so, wenn ich jetzt hier so ein Setzling oder irgendwie so ein Item halt droppe, ne? Zum Beispiel hier, keine Ahnung, Redstone oder so. Okay, nee, die werden nicht mehr geklärt, die Items. Das habe ich schon ausgestellt. Da war es ja so früher, dass die dann so 2D angezeigt wurden, so wie die Wolken hier, ne? Sieht man, ist halt ein bisschen komisch, muss ich sagen. Aber heutzutage werden die eben doch noch 3D angezeigt, wie wir gerade gesehen haben, als ich das runtergeworfen habe. Also, dass sie sich so hier um ihre eigene Achse drehen, ne? Und ja, das wurde also entfernt und dann auch bei Gras war ja früher das Ganze so, dass das an der Seite so eine andere Farbe hatte als obendrauf. Aber das ist jetzt auch nicht mehr so. Es hat halt die gleiche Farbe. Das war ja früher einfach hier diese Standardfarbe von der Alpha sogar noch, ne? Diese hellgrüne Farbe da. Und oben halt das Biom entsprechend, ne? Dass es sich angepasst hat. Aber ja, das haben sie eben jetzt alles geändert, schon ziemlich lange. Und ja, ansonsten gibt es dann, glaube ich, gar keine Abstufung mehr. Was bei Fast anders ist als bei Fancy. Vielleicht noch irgendwelche Details oder so, ne? Aber das kann ich jetzt hier zumindest auf den ersten Blick nicht feststellen, dass dann Animationen vielleicht ausgeschaltet sind. Okay, das könnte sein. Können wir mal gucken bei Feuer. Wie sieht's da aus? Wenn ich mir jetzt mal hier so ein Feuerzeug hole, sieht das dann unanimiert aus? Nee, also das betrifft das dann nicht. Das hätte ich mir jetzt auch nur schwer vorstellen können, ganz ehrlich. Ja, ich glaube, sonst betrifft es tatsächlich keine Sachen, aber wahrscheinlich habe ich doch wieder eine vergessen, also von daher ist es auch egal. Ich wollte eben nur mit dem Rätsel dann bewirken, dass eben diese Sachen, die ich gerade gezeigt habe, nicht mehr zutreffen, die früher eben, hier immer geändert wurden, wenn man die Option umstellt. Aber gut, ich würde sagen, wir kommen zum heutigen Rätsel, beziehungsweise zu den Rätseln, denn heute habe ich mir mal zwei Rätsel ausgesucht. Und das ist nicht mit der bevorstehenden Pause begründet, ne, die ja jetzt kommt durch die Oldschool-Monate. Ich hoffe, dass sie kommt. Also ich hoffe, dass ich nicht falsch liege. Das kann nämlich sein, dass die jetzt doch hier schon die Folge nach den Oldschool-Monaten kommt. Aber damit hat es ja eh nichts zu tun. Und zwar, es hat einfach nur damit was zu tun, dass ich einfach grottenschlechte Rätselideen zurzeit habe. Und die beiden Rätsel, die ich euch nämlich jetzt sage, die sind auch nicht so geil. Und die sind aber immer noch so akzeptabel, dass man sie irgendwie mit rannehmen kann. Aber ich wollte eben, jetzt zur Entschädigung dafür, dass sie eben nicht so pralle sind, gleich zwei nehmen, ne? Vielleicht ist es ja besser. Und ja, meine erste Frage heute lautet an euch, was war der erste, oder die erste Entwicklungsversion in der Minecraft-Geschichte? Ja, ohne natürlich nachzugucken oder sonst was. Wäre ja mal vielleicht ganz interessant zu wissen, also wenn ihr das jetzt so in die Kommentare schreibt. Mal sehen, was er da so sagt. Und ja, das zweite Rätsel ist folgende Sache. Und zwar, Alter, wie sieht das denn jetzt aus? Ah, die weiche Beleuchtung. Achso, die habe ich jetzt wieder auf Minimum. Deshalb, das sieht so anders aus. Ah, nee, ich habe sie ausgehabt. Aha, deshalb, okay. Das zweite Rätsel, muss ich mal kurz gucken. Ah ja, welcher Block hat nur eine optische Funktion, wenn man ihn mit Redstone aktiviert? Das wäre mal noch eine interessante Frage. Und ich meine jetzt nicht, wenn da noch wirklich eine andere Funktion hat, wie zum Beispiel Monster fernzuhalten oder sonst irgendwas, ne? Also, ja, im weitesten Sinne kann man das so formulieren. Also, einfach mal einen Block nennen, der, ja, einfach nur eine optische Funktion hat, weißt du, ich will nicht zu viel verraten. Ich würde sagen, bevor ich ja wieder ewig rumrede, verabschiede ich mich vom Video, ne? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich als Thumbnail nehmen soll. Ich denke mal, ich nehme einfach mal hier so die komplette Insel, ne?
mit den mittlerweile 1000 schwebenden Inseln und so weiter, ist ja doch schon etwas mehr geworden hier während der Rätselzeit. Und ja, das Thumbnail von der letzten oder vorletzten Folge von irgendwann hat mir irgendwie nicht gefallen und das würde ich eigentlich gerne auch nochmal neu machen, aber ja, ich weiß auch nicht, was ich da nehmen soll. Ne, das war letzte Folge, stimmt. Ah, stimmt, warte mal, das hier ist erst Folge 19, ne? Ist das dann überhaupt schon die letzte Folge vor den Oldschool-Monaten oder die vorletzte sogar noch? Ah, ich blick doch nicht mehr durch. Naja, egal, ich nehme schon wieder zu lange auf. Bis später, tschüss.